Jetzt zu unseren Energiespartipps für zu Hause. Wir merken alle, dass wir jetzt, wo wir zu Hause sind, viel mehr Energie verbrauchen, besonders in der Küche, beim Kochen und beim Geschirrspülen. Hier gibt es wirklich die Klassiker zum Kochen und Backen. Das heißt, heißes Wasser im Wasserkocher machen, Deckel auf den Topf, Restwärme nutzen, das heißt auch im Backofen die Restwärme nutzen bzw. auf das Vorheizen verzichten. Eigentlich fast alle Gerichte funktionieren ohne das Vorheizen des Backrohres. Außerdem beim Geschirrspülen sollte man darauf verzichten, dass man das Geschirr vorspült mit der Hand. Einfach alles in den Geschirrspüler tun. Eco-Programm spart Zeit und Wasser und spart auch Energie in der Küche.